Servus Leute und herzlich willkommen hier bei Schliff, gleich im Anschluss im Tower auf Ebene 4. 4, das muss man sich mal geben. Okay, 4 ist jetzt noch nicht das Höchste, aber ey, ich würde hier nicht einen einzigen niederschlagen können, ohne dass ich, ja, 200 von diesen Pillen hier hätte. Okay, wahrscheinlich nicht mal dann, weil die mich mit einem Schlag K.O. machen, oder? Na, wahrscheinlich. Ich versuch's aber jetzt nicht aus. Ach, noch ein Fuchs jetzt. Ach, der ist Int. Das kann natürlich auch gut sein. Ich weiß es nicht genau. Ja, eigentlich, also ich guck noch mal eben, ob ich noch irgendwas hier helfen kann. Also das ist natürlich auf Maximum, schätze ich jetzt mal. Das ist sogar auf Maximum. Das habe ich noch nie gesehen. Das hat er nicht. Bringt ihm dann wahrscheinlich auch nichts. Aber ansonsten kann ich jetzt nichts wirklich machen hier. Egal, ich buff einfach mal jetzt hoch, bevor es hier zu weit blinkt. Hab halt leider nur meine 4 Standarddinger. Mehr kann ich leider nicht tun. Aber was ist das noch? Das ist einfach Bewegungsgeschwindigkeit. Okay, das brauchen wir jetzt nicht. Angriffstempo. Okay, das schadet eigentlich auch nicht. Angriffstempo. Hm, müsste man sich auch nochmal überlegen. Also was für Mega-Effekte hier manchmal rauskommen. Das ist auch krass. Man sieht ja die Monster kaum noch. Und die Party ist Level 6 schon. Ja, so schnell geht es. Und ich habe schon 61%. Schön, schön. Es macht sich langsam. Es macht sich langsam, aber sicher. Macht sich so hier. Und zwischendurch kriege ich immer noch schön einen Penny reingehauen. Sehr schön. Jetzt habe ich... Ui, jetzt... Okay, es ist schön aufgeteilt hier. Ja. Also es geht hier auch relativ schnell hoch. Das heißt, die Party dürfte auch relativ bald eigentlich auf einem Stand sein, dass es eben eine erweiterte Party wird. Das ist ja zum Glück relativ schnell. Wie geht es eigentlich mit dem Schweben? Das würde mich jetzt mal einfach interessieren, jetzt gerade in dem Part. Man sieht ja manchmal so Leute schweben. Moment, ich zeige es euch jetzt auch nochmal hier kurz. Da, seht ihr das? Habt ihr das gesehen? Hier, Moment. Nee, jetzt zu nah. Ah! Okay, schon wieder zu spät. Aber ihr denkt mal, wenn ihr es gesehen habt, oder ich denke mir, ihr wisst auf jeden Fall, was ich meine. Wie geht das halt? Ich meine, ich habe jetzt hier den gleichen... Das habe ich auch drin, Quickstep. Oder? Ja, das habe ich genauso gut drin. Okay, Hast habe ich nicht drin, aber... Sonst habe ich ja eigentlich alles drin, oder ist es irgendwas Special-mäßiges von der vom Equipment her? Oder woran liegt das, dass er so schweben kann und ich nur so blöd laufen kann? Ich meine, ich laufe jetzt auch schon schneller, aber leider eben nicht so schnell. Das würde mich mal interessieren, woran das liegt. Aber ich denke mal, es liegt am Equipment, oder? Aber weiß ich jetzt nicht. Okay, da bin ich jetzt vollkommen... könnte ich jetzt nur noch irgendwie raten, aber... Das lassen wir jetzt auch mal lieber. Und das ist auch bald wieder fertig. Sehr schön. Welches Level sind denn die hier eigentlich, die wir hier töten? 100? Oh ja, 104. 104, ey. 104. Krass. Okay. Aber ich meine 104. Ja, und das passiert, wenn Fliff auf einmal sagt, nee, habe ich keine Lust mehr drauf. Ja, keine Ahnung, was jetzt das war. Auf jeden Fall war auf einmal das Spiel weg. Ich kann nicht mehr schreiben, egal. Ich weiß, es gibt jetzt keinen Sinn mehr. Aber egal, was soll's, was soll's. Wo bin ich hier? Oh Gott, irgendwo im Tower halt, ne? So, warte, wir gehen jetzt mal gleich. Zack. Zack. War hier nicht irgendwo der Spawn? Ich habe nur ehrlich gesagt nicht so wirklich Lust, dass jetzt hier irgendwer aggressiv ist und mich dann einfach mal niedermetzelt. Was jetzt wirklich ein leichtes für die ganzen meisten hier sein sollte. Böse. Ganz böse. Ja, ich hasse es hier, dass man hier einfach keine Karte hat.
Aufbau nicht aggressiv. Da haben wir es doch. Da. So, perfekt. Also ja, keine Ahnung, da hat irgendwie das Spiel mal wieder gesagt, nee, da machen wir nicht mit. Na gut, so ist es nun mal manchmal leider. Aber normal, also irgendwie, ach, baff, hau ich rein. So, das war's leider, was ich buffen kann. Na toll. Was? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was ich machen soll. Ich renne hier einfach mal nach, also. Ja, ich denke mal, das war's auch. Nun gut, naja. Auf jeden Fall sehen die Effekte echt geil aus, finde ich. Ich meine, okay, die sind ein bisschen übertrieben. Ein ganz bisschen. Weil man eigentlich fast nicht mehr die Person sieht oder den Angegriffenen. Ich weiß übrigens immer noch nicht, wie man das ja über Level 3 kriegt. Oder über Stufe 3. Das weiß ich immer noch nicht. Ich würde nämlich hier gerne mal ein bisschen höher, damit ich auch mehr Kohle kriege. Ne? Ist klar, irgendwie. Kohle schadet nie. So, das können wir mal schließen. Das können wir inzwischen auch schon wieder schließen. Jetzt haben wir wieder ein schönes Bild hier. Und Moment. Jetzt mache ich mal wieder hier den coolen. Oh, nice. Ja, passt so. Im Moment passt so. Das sieht doch einfach mal viel geiler aus, oder? Finde ich zumindest. Ich finde es richtig geil. So können wir jetzt einfach mal eine Runde so ein bisschen abchillen hier. Haben wir mal einfach das ganze Ding schön im Blick. Und die Buffs halten auch noch, oder? 3 Minuten alle. Locker. Okay. Insofern können wir auch mal ruhig in dieser Ansicht hier etwas bleiben und verweilen. Wie viel Prozent habe ich eigentlich? Okay, wir können hier doch nicht so lange verweilen. 63, ja, das macht sich doch. Also irgendwie manchmal spacken diese Effekte auch ein bisschen. Oder ich spack hier ein bisschen. Oder irgendwas spackt hier, weil irgendwie manchmal ist es ja so, dass die Effekte von hinten dran kommen oder so. Jetzt nochmal, ne, jetzt passt alles. Und die Party ist immer noch unter Level 10, aber gleich ist sie Level 10. Das kann nicht mehr lange dauern. Und wir haben den gleichen Umhang, sehe ich gerade. Was bringt dieser Umhang? HP, ja, das ist nicht schlecht, das ist nicht schlecht. Das schadet nicht. Ja, die ganzen Sachen sind gar nicht so schlecht, alle, die ich schon habe. Also ich habe echt gutes Equip, finde ich zumindest. Also, man kann natürlich immer Besseres haben, aber hey, irgendwie reicht es dann auch irgendwann. So, 99% haben wir hier, das ist auch schön. Ich traue mich nicht, den Löwen jetzt rauszuholen. Ich meine, das wäre jetzt perfekt hier, aber... Und 23.000, also irgendwann kriegen wir doch nur... Wir kriegen immer die Hälfte, kann das sein? Ich glaube es beinahe, dass man immer die Hälfte kriegt. Soll ich mal meinen Schneemann rausholen? Hallo, ist er da? Ach, der ist irgendwie cool. Schneemann ist cool, obwohl er jetzt ja eigentlich mal mega gar nicht mehr reinpasst. Und es ist ja sogar warm geworden, ist ja unglaublich, ey. Oh, gleich muss er respawnen. Nee, doch, er schafft's noch. Obwohl wir den beide ziemlich abhängen hier. Homecoming. So, schön noch ein paar Buffs reinhauen wahrscheinlich. Währenddessen kann ich auch noch mal ein paar Buffs wieder wecken. Ach, soll man das jetzt, wie soll man das nennen?
die Waffe sieht irgendwie auch krass aus. Okay, also Homecoming kommt jetzt auch noch mit. Wie es aussieht. Was ist eigentlich das? Die Schäden und Skills machen. Ah, Moment. Okay. Und wir haben Level 10 erreicht hier, sehr schön. Das heißt, wir könnten jetzt auch mal gleich eine erweiterte Sache machen. Ich denke mal, das wird jetzt auch gerade gemacht. Ja! Silent Hill. Noch nie geguckt, aber mache ich auch noch irgendwann. Silent Hill. Der Film ist ja aber ein bisschen komisch, ne? So ganz, ganz bisschen. Moment, man meint immer der Pinguin, der nette Schneemann, nicht Pinguin. Muss wieder rein. Der sammelt mir jetzt nämlich das ganze Zeug weg, was kein Mensch braucht. Und die anderen können es vielleicht sogar noch gebrauchen. Das soll natürlich nicht sein. Ja, zum Beispiel sowas hier. Wobei, ich weiß nicht, ob die das brauchen. Ja, doch, schadet wahrscheinlich auch nicht. So, was soll's. Einfach mal kurz einsetzen. Ja, 12.000 ist natürlich kein schlechter Schaden hier, ne? 12.000 würde ich auch gerne. 18.000, ja, würde ich auch gerne machen. Aber ich glaube, die Attacke, also ich könnte nicht als hier Psykeeper irgendwie fungieren, weil irgendwie, also bei diesen Attacken spackt ja schon mein Flip ziemlich ab hier. Habe ich zumindest das Gefühl, dass es an Attacken liegt. Oder es macht gleich wieder Wumm und es ist wieder weg. Das kann natürlich auch gut sein. Ich hoffe es nicht. Wir wollen es jetzt auch nicht beschwören hier, aber es kann leider immer gut sein. Also irgendwie, ich glaube schon, dass es an den Attacken liegt hier, ganz im Ernst. Die sind ja sowas von, was weiß ich, was da alles hochkommt. Was liegt da? Nö, braucht kein Mensch. Wie viel Prozent habe ich eigentlich? Ja, 66%, da könnt ihr eigentlich schon fast wieder verrecken, ohne dass es mich stören würde. So fast, ne? Aber naja. Ich meine, okay, mich würde es immer stören, aber ich wäre auf jeden Fall über meinen 60% und 60% war ja das primäre Ziel hier. Und ja, das haben wir ja. Haben wir erreicht, jetzt können wir eigentlich aufhören mit Schliff, oder? Nein, natürlich nicht. Keine Angst. Keine Angst an alle, die jetzt so... Oh, nein! Aber ich denke mal, die meisten saßen jetzt davor. Wenn es überhaupt geguckt wurde, hier bis hierhin. Naja, ich hoffe mal schon, dass einige es noch bis hierhin geschafft haben jetzt in dem Part hier. Würde mich freuen, wenn ein paar durchgehalten haben. Aber ich denke mal, ich denke fast, dass es da wirklich paar Kandidaten gibt, die das schaffen. Naja, ich meine aber... So lang ist es jetzt auch nicht, 15 Minuten hier. Oh Gott, oh Gott. Ein Orichalcum. Eine Minute hält das nur. Naja, immerhin. Also ich glaube, er hat gar nicht, also ich meine, klar hat er erheblich mehr Leben als ich jetzt, aber ich glaube gar nicht mal so extrem viel mehr, also im Verhältnis zu, wenn ich 95 Master oder Master, ja, ich glaube Master, wenn ich 95 Master wäre. Glaube ich zumindest. Ich glaube, AOE braucht einfach mal, ja okay, AOE ist ja auch so halber Tanker. Die brauchen einfach sau viel Leben. Weil sie einfach ständig Schaden kriegen wie nichts anderes. Haben wir eigentlich hier noch Punkte? Haben wir gar keine Punkte? Gar keine Punkte mehr. Gar keine, Tatsache. Naja. Was soll's, was soll's. Wer braucht schon Punkte? Krieg ich Schaden? Nee. Gut, hui. Ich glaube, das hätte ich auch schneller bemerkt. Dann wäre ich nämlich zack tot. Fertig. So. Haben wir jetzt noch irgendwie 68? Können wir noch einen hoch machen? Auf 69. Ich weiß gar nicht, wie lange das dauert hier. Das dauert nämlich leider schon eine Weile. Macht er das eigentlich, aktualisiert er das sofort? 4051 und... Ne, leider nicht. 4051 und jetzt haben wir... 65. Okay, keine Ahnung genau. Auf jeden Fall würde ich sagen, den machen wir noch und dann war es das auch schon wieder für diesen Part. Es geht immer viel zu schnell rum. Aber nun gut, so ist es nun mal. Und den machen wir jetzt auch noch, weil ich einfach zu lange laber. Auf jeden Fall, danke fürs Zuschauen, hoffe, hat euch gefallen. Und ich hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Das wollte ich eigentlich sagen. Und ja, also diese Attacken sind immer noch zu stark für meine PC-Leistung. Hier habe ich echt das Gefühl. Aber nun gut, egal, solange man noch irgendwie ein bisschen was mitkriegt, ist es ja auch noch ausreichend. Und ich kriege gute Prozent. Und jetzt habe ich auch noch die 69 erreicht. Das heißt, ich laber zu lang. Das heißt, ich sage jetzt, danke fürs Zuschauen nochmal. Und dann, bis dann. Ciao.